Hallo und herzlich willkommen zu den Pipedrive Basics. Wenn ich sage Basics, dann geht es heute auch wirklich um die Basics. Also wir gehen noch nicht so tief ins System rein. Wir schauen erstmal, dass wir den Einstieg finden und dann geht es eben in den kommenden Videos weiter. Jetzt erstmal zum Beginn, was ist Pipedrive überhaupt und was kostet der Spaß? Also Pipedrive ist ein Kundenverwaltungsprogramm, mit dem ihr sowohl Kunden als auch Vorgänge zu den Kunden und Kommunikation zu dem Kunden dokumentieren könnt, ablegen könnt, verwalten könnt, womit ihr aber auch noch viel, viel mehr machen könnt. Also im Zusammenspiel mit anderen Programmen könnt ihr dafür sorgen, dass eure komplette Kundenkommunikation oder halt, sagen wir mal, komplette Teile eures Geschäfts automatisiert werden. Ne? Ihr könnt dafür sorgen, dass zum Beispiel Kunden, die sich bei euch online eintragen, automatisch in dieses CRM-System eingespielt werden, dass dann bestimmte Prozesse ablaufen sollen, die zum Teil nur noch gemanagt werden müssen, anstatt abgearbeitet werden müssen. Also es ist unglaublich, was damit alles möglich ist. Ja, so viel dazu. Jetzt gucken wir mal in die Kosten rein. Es gibt ein Essential-Paket, das fängt ab $15 an. Das ist sehr, sehr, sehr abgespeckt. Also bei $15 im Monat sprechen, also wir sprechen hier von Monatspreisen, ne, wenn ihr jährlich abbuchen lässt, nochmal 14% günstiger. Das ist im Prinzip ja nichts. Ne, wenn ihr überlegt, dass ihr, keine Ahnung, dafür vielleicht eine Stunde arbeitet oder vielleicht nur eine halbe Stunde arbeitet oder vielleicht noch weniger, wenn ihr noch höheren Verdienst habt, ne, dann ist das ja nichts. Ne, weil was ihr euch damit an Arbeitszeit sparen könnt, werdet ihr noch sehen. Richtig losgehen tut es für mich ab dem Advanced-Paket. Da arbeite ich zum Beispiel mit einem Versicherungsmakler sehr, sehr erfolgreich zusammen. Der hat damit ganze Kundenprozesse automatisiert, wo wir zum Teil noch wirklich viel Zeit investiert haben. Vor noch einem Jahr brauchen wir mittlerweile fast gar keine Zeit mehr investieren und können dementsprechend unseren Fokus auf andere Themengebiete setzen. Also wir reden da von 10, 20 Stunden in der Woche, die gespart werden und das für $29 pro User, muss man sagen. Pro User. Also ihr zahlt dann dementsprechend, wenn ihr zwei Mitarbeiter habt, die jetzt nicht einen Account nutzen als Beispiel, zahlt ihr dann dementsprechend keine $30 mehr, sondern dann dementsprechend $60. Na, das Ganze kann teuer werden, ne? Aber wenn ihr es auf die Person herunterrechnet und dann mal schaut, wie viel Zeit da eingespart wird, dann ist das keine Ausgabe mehr. Ne? Das Professional-Paket hat noch mal ein paar andere Sachen. Da könnt ihr euch dann zum Beispiel Mailinglisten erstellen, wo ihr dann zum Beispiel mehrere Kunden gleichzeitig anschreiben könnt, so wie ihr es vielleicht schon aus eurem E-Mail-Marketing-Tool kennt. Also ihr könnt als Beispiel hier sagen, kleines Beispiel, ihr habt jetzt 10 Kunden, die gerade was bestellt haben am gleichen Tag und es gibt irgendwie Lieferprobleme oder sonstiges und ihr müsst den Kunden mal kurz informieren, dann könnt ihr die Kunden einfach markieren, könnt eine Mail schreiben und die geht an jeden Kunden einzeln raus. Das könntet ihr eben in einem Advanced-Paket nicht. Müsst ihr halt für euch selbst entscheiden, ob es den Aufpreis von nochmal $30 dann dementsprechend wert ist. Für mich, aus meiner Sicht, geht hier vieles, spricht vieles dafür, dass ihr es macht. Ihr habt hier zum Beispiel auch noch einen One-Click-Anruf und Anrufrückverfolgung drin. Na, ihr könnt eben dieses Telefontool, was integriert ist in Pipedrive, mitnutzen. Bedeutet, ihr braucht schon mal keine Telefonanlage oder sonstiges, kein Telefonprogramm, was eure Telefone sozusagen ausführt. Ihr könnt aus einem System heraus arbeiten. Wo ihr nicht noch irgendwelche Zusatzprogramme braucht. Des Weiteren habt ihr ein Teammanagement-Tool, Umsatzprognosen und mehrere Dashboards, die zur Auswertung dienen. Also der Aufpreis ist auf jeden Fall, vor allem wenn man mal 10 User hat, dann sprechen wir nicht mehr von $30, sondern von $300. Ne, aber auch da auf den User runtergerechnet immer noch relativ wenig. Wir starten aber erstmal mit dem Advanced-Paket, werden später im Laufe der Serie dann auch mal in das Professional-Paket reingehen und uns das angucken. Das Enterprise-Paket spreche ich nur kurz an, weil ich denke, unsere Zielgruppe schaut sich das Video
Beziehungsweise die Zielgruppe, die für das Enterprise-Paket ausgelegt sind, wird mein Video wahrscheinlich eh nicht schauen. Aber wer weiß, mal gucken. Ja, das beginnt ab 99 Dollar. Setzt aber auch voraus, dass man eben in direkten Kontakt mit dem Vertrieb geht, weil hier sind so Sachen wie Zuschnitt auf ihr eigenes Unternehmen, ne, mit drin und persönlicher Kundenberater und halt. Ihr bekommt wirklich, wie ihr es aus CRM-Systemen wie Salesforce oder sonstiges eventuell auch kennt, wird nicht oder sorgt ihr nicht dafür, dass das System so ausgelegt ist, wie ihr es braucht. Indem ihr euch zum Beispiel Pipelines oder sonstiges aufbaut, was das genau ist, zeige ich euch später in Videos, sondern ihr sagt dem Unternehmen Pipedrive, hey, wir haben die, die und die Herausforderungen, wir haben die, die und die Abläufe und Pipedrive sorgt dann dafür, dass eben das System für euch arbeitet und ihr nicht erst, sage ich mal, Zeit in das System stecken müsst. Okay, wenn ihr euch entschieden habt, welches Paket ihr nehmen möchtet, ich würde euch wie gesagt zu dem Paket empfehlen oder empfehlen, das erstmal zu testen. Ihr habt ja 2 Wochen gratis, wenn ihr das Ganze bucht, wenn ich mich recht erinnere. Dann könnt ihr immer noch zu dem Essential gehen, wenn ihr merkt, als Beispiel, ich nutze die 2 Wege E-Mail-Sync nicht. Okay, dann gehen wir nochmal kurz rein und sagen, aus was das besteht. Und zwar besteht das Ganze aus einem Kundenverwaltungsprogramm mit Kontakten, die man anlegen kann. Das sind dann dementsprechend Organisationen und Kontakte. Also sprich, ihr könnt hier sagen, wir haben den Bauernhof Müller und wir haben dann halt den Herrn Müller, der da drunter steckt. Hier seht ihr es auch wieder, Organisation, Bauernhof Müller. Also er ist sozusagen verknüpft. Dann haben wir Aktivitäten. Aktivitäten ist ein Thema für sich. Das ist im Prinzip das interne Ticketsystem. Wer mit Ticketsystem auch nichts anfangen kann, das ersetzt die interne E-Mail-Kommunikation, die man sonst führen würde. Man kann eben Aufgaben verteilen in Form von Aktivitäten. Man kann einem Kollegen schreiben, hey, ruf den Kunden mal an und zwar am Dienstag um 16 Uhr. Dann kann man die Aktivität auch auf Dienstag 16 Uhr legen. Dann weiß der Kollege halt, wann er reingeht. Und vor allem, du hast hier auch eine Aktivitätenübersicht in der Liste. Hier habt ihr zum Beispiel noch eine Beispielaktivität, die ich angelegt hatte. Aber wenn ihr jetzt hier 20 Aktivitäten habt, dann habt ihr die chronologisch geordnet und könnt die dann dementsprechend abrufen oder halt in Kalenderformat. Jeder, wie er es mag. Ne? Kann man sich individuell einstellen. Dann gibt es ein E-Mail-System, funktioniert im Grunde genommen genau gleich wie Outlook oder sonstiges, bloß dass ihr diese E-Mails an Deals anknüpfen könnt und diese E-Mails, die hier drin sind, auch Kunden zugeordnet sind, also unter den Kontakten zu finden sind, unter den Organisationen zu finden sind. Bedeutet einfach nur total geil. Der Nachteil, ihr könnt nur eine E-Mail verknüpfen, eine E-Mail synchronisieren. Also wenn ihr ein Unternehmen seid, was mit mehreren E-Mail-Adressen arbeitet, braucht eben jede E-Mail-Adresse einen eigenen Account. Oder ihr macht es ganz einfach und leitet einfach die E-Mail-Adressen weiter auf diesen Account. Na, das geht auch, ohne dass der Kunde es merkt. So, dann gibt es die Deals. Deals sind eben Vorgänge, Prozesse. Als Beispiel, ein Kunde schreibt euch, er möchte ganz gern ein Haus von euch gebaut bekommen. Dann hättet ihr hier Hausbau Familie Müller oder Scheunenbau Familie Müller für den Bauernhof Müller. Na, dann habt ihr hier eben die einzelnen Prozesse aufgeführt unter den Deals, wo sich dieses Projekt gerade befindet. Und habt dann hier, wie gesagt, den Deal angeknüpft, der dann dazugehört. Na, und da kann man eben Dokumentationen fahren. Gehen wir aber auch nochmal näher ein in den Videos. Leads gibt es auch noch. Leads ist eben die abgespacktere Version davon. Da hängt auch nochmal eine Menge dran, wie zum Beispiel ein Live-Chat, der geführt werden kann für den aus dem Lead-Booster, Chatbot, Webformulare, Prospektor etc. Also das sind Sachen, da gehen wir auch nochmal später drauf ein. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Jetzt wisst ihr erstmal, was ist Pipedrive so im Groben? Was kann Pipedrive? Und zwar die Automatisierung von Prozessen, die Darstellung von Prozessen, die Ordnung von Prozessen und Kunden, die Ordnung von Kommunikation, die Dokumentation von Kommunikation, also lückenlose Dokumentation, ist auf jeden Fall mega. Das Tool gefällt mir sehr, sehr und deswegen mache ich auch diese Videoreihe dazu. Ja, und ihr werdet auch sehen oder ihr wisst jetzt auch, wie es weitergeht. Und zwar werden wir nach und nach uns die einzelnen Themenbereiche rauspicken und werden durchgehen.
was sind Aktivitäten, ne? Wie nutzt man die Aktivitäten richtig? Wie nutzt man das E-Mail-Tool richtig? Wie nutzt man die Deals richtig? Wie baue ich mir Pipelines auf? Wie sorge ich dafür, dass das Ganze eben funktioniert, dass das Ganze gewinnbringend eingesetzt wird, auch wenn ich dafür Geld bezahle? Ja, und vor allem werden wir dann auch Kundenbeispiele durchspielen, die wir aufbauen. Wir werden sogar so weit gehen, dass wir sagen, wir haben eine eigene Website und werden Leads von Kunden, die sich eben eintragen in zum Beispiel ein Formular in Pipedrive einspielen und werden sozusagen mal eine komplette Vertriebsstruktur aufbauen und durchgehen und auf Probleme eingehen, die da stoßen, werden noch weitere Tools ergänzen, zu Pipedrive hinzufügen, weil Pipedrive hat auch einen eigenen Marketplace, wo man eben viele, viele Tools findet, die man dann ganz einfach verknüpfen kann, auch wenn man überhaupt gar keine Ahnung davon hat. Ist im Prinzip so, als wenn man sich auf dem Handy eine App runterlädt. Und ja, wir werden aber auch in die komplexeren Strukturen reingehen, werden dafür sorgen, dass man per API Sachen rüberleitet. Wer dann dementsprechend nicht weiß, was API ist oder sonstiges, keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen, der kann dann da an der Stelle eben ausschalten oder nicht weitergucken. Aber es macht durchaus Sinn, sich damit zu beschäftigen oder zumindest jemanden einzustellen, der sich damit beschäftigt. Von daher, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt Bock, Pipedrive mal auszuprobieren. Es ist, wie gesagt, die ersten 14 Tage komplett kostenfrei, kostet euch also nur eure Zeit, also wahrscheinlich auch sehr, sehr wertvolle Zeit. Deswegen entscheidet euch, schaut meine Videos weiterhin und ihr werdet ein unglaubliches Tool erleben, was eben einen riesen Mehrwert liefert. Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zu dem Mehrwert. Also das Tool könnte aus meiner Sicht nochmal 100 Euro teurer sein und es würde sich dennoch lohnen. Dann viel Erfolg mit dem Tool und schaut meine Videos. Ich danke euch. Einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen, wenn euch das Video zusagt. Schreibt vor allem auch in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt zu Pipedrive, wenn ihr bestimmte Themengebiete weiter ausführlicher, ausgeführt haben möchtet, wenn ihr ein eigenes Beispiel habt, anhand eigener Kunden oder sonstiges oder wissen möchtet, ob irgendwas abgebildet werden kann, dann kommt auf mich zu, schreibt mich an. Ihr könnt mir auch gerne E-Mail schicken. Das wird alles abgearbeitet werden, ne? Ihr werdet auf jeden Fall Antworten erhalten, weil es macht mir verdammt viel Spaß und ich hoffe, es macht euch dann auch Spaß, damit zu arbeiten. Verpasse nichts bei den Pipedrive Basics, indem du hier der Playlist folgst oder suche dir eben aus der Playlist das Passende heraus. Und Hand aufs Herz, wir unterstützen uns ja gegenseitig. Klick hier auf Abonnieren und verpasse einfach keine Videos dadurch.